Tag zusammen. Ich habe ja schon einmal einen Blog geschrieben, wo ich das Schlafzimmer renoviert habe, per Zufall Löcher in der Wand gefunden habe, unter der Sockelleiste. Und einmal auch nicht so durch einen großen Zufall, sondern weil es immer an die Füße gezogen hat und ich sehen wollte, wo die Zugluft hergekommen ist. Dann musste ich den Einbauschrank wegräumen. Und dann habe ich so ein großes Loch gegen den Liftschacht gefunden. Und jetzt dachte ich mir nichts mehr dabei. Ich dachte, ja gut, jetzt hast du sicher Ruhe. Das ist irgendwie beim Umbau geschehen oder wo sie den Lift eingebaut haben. Und jetzt letztens habe ich aber immer wieder gehört, dass jemand gebohrt hat. Und zwar über Monate hinweg. Nie allzu lang. Einfach wieder 5 Minuten gebohrt, wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde nicht. Dann wieder 5 Minuten gebohrt. Dann wieder einen Tag nicht, dann wieder 5 Minuten gebohrt und man konnte, es war ziemlich laut und man konnte nicht herausfinden, wie oder wo oder so. Und dann war noch zusätzlich immer hier, genau hier, war einfach immer Sand. Ich konnte hier den Gang staubsaugen und am Abend war hier wieder Sand. Und dann habe ich gesehen, dass über diese Sockelleiste in die ganze Zimmer ganz ein wenig eine kleine so Wölbung ist. Aber ganz minim, wirklich nicht viele Millimeter. Und habe trotzdem gedacht, jetzt nehme ich die Sockelleiste mal weg und prompt habe ich wieder ein Loch entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ist das von der Stromleitung ein altes, aber die ist hier. Oder ist das einfach von einem Baumangel? Oder ist es wirklich jetzt neu gebohrt worden? Aber es nervt und es ist auch gefährlich. Durch solche Löcher könnte man Maden hochschicken oder Gase, vor allem giftige Gase, könnte man so eine ganze Familie leicht umbringen. Niemand wüsste wieso oder warum. Wenn wir einmal alle tot aufgefunden werden, dann habe ich nicht uns umgebracht. Wir essen auch keine giftigen Pilze, wir nehmen auch keine Drogen und wir sind auch nicht verrückt und wir sind auch nicht bösartig. Und dann soll bitte die Polizei wirklich ermitteln in diese Sache und man soll von einem Verbrechen, kann man von einem Verbrechen ausgehen. Dann soll man mal schauen, alle Ziehleisten wegnehmen, wo wieder neue Löcher gebohrt worden sind. Unter dem Waschdruck waren auch Löcher, die sind waagerecht so rübergegangen. In die andere Wohnung vermutlich. Aber ich habe das damals noch nicht geprüft, weil ich mir noch nicht viel dabei gedacht habe. Und eine Überwachungskamera oder eine Kamera, so eine kleine, habe ich nicht. Und wenn die irgendwie kaufen müsste, wäre das auch sehr teuer. Ich habe das einfach da innen so zugegipst, so ein 5 mm Schicht Gips, damit das schön aussieht und das war für mich erledigt. Aber wenn immer wieder neue solche Löcher entstehen, dann muss ich mich schon langsam fragen. Schließlich war ich schon mehr als einmal im Spital und man hat mir Infusionen geben müssen und irgendwie haben sie was erzählt gehabt von Blutreinigung oder Nierenreinigung und ich weiß es nicht genau. War ja auch eine Zeit weggetreten und ich habe dann gefragt, was ich wohl hätte und sie haben gesagt, Entzündungen, aber nicht Blinddarm und nicht so, es könnte auch von Entzündungen könnten auch entstehen durch Vergiftungen. Aber es sei schwierig herauszufinden, wie und durch welches Gift und was. Das werde ich einfach nicht mehr immer dulden. Ich weiß auch, dass das, selbst wenn das Stockwerkeigentumswohnungen sind und das, und der heute mir einer von der Rechtsberatung gesagt hat, dass die tragenden Wände ich selber nicht einmal die Löcher zustopfen dürfe, so weiß ich doch, dass selbst genau dann, wenn jemand in tragende Wände gebohrt hat, das nicht erlaubt ist. Denn tragende Wände dürfen weder für einen Innenumbau weggenommen werden noch verändert werden, genau darum, weil sie tragende Elemente sind. Und ich glaube nicht, dass man in tragende Wände solche Löcher bohren darf. Und ich habe das ja nicht gemacht. Also genau dann ist das auch noch weniger erlaubt. Und es ist auch verboten, es ist ja wie Hausfriedensbruch, Eindringen in fremde Wohnung. Abhören ist nicht erlaubt, Spionage ist nicht erlaubt. Und wenn ich hier Musik machen will mit dem Keyboard oder eine Künstlerin bin und singe für mich, neue Lieder entwerfe, dann ist das auch einfach Spionage. Kann man mir meine Lieder stehlen und früher herausgeben als ich, weil andere Leute mehr Geld haben oder mehr Beziehungen. Das ist einfach nicht zu dulden. Das kann man nicht mehr dulden. Punkt. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass das nicht nur 5 Minuten sind. Ich habe extra den Strom kommen lassen und gefragt, ob das von der Stromleitung sein. Der hat verneint und gesagt, ja, das sei sicher nur ein 5 mm Loch so in der Ecke.
Es geht sicher nur bis zum unteren Boden. Dieser Draht, sehen Sie, wie lang der ist. Der ist, ich habe jetzt keinen längeren Draht, aber dieser Draht ist 1,50 Meter. Also nach 1,50 Meter kommt man hier unten nämlich in der Wohnung raus, denn die Decke ist ungefähr 30 cm dick, mehr nicht. Jetzt stecke ich Ihnen die 1,50 Meter Draht mal hier rein. Ich hoffe, dass man das sieht im Video. Einfach mal zum Beweisen, dass das hier real ist und nicht meine Fantasie und nicht meine Einbildung und nicht, dass ich spinne, sondern dass die spinnen, die das machen. Nein, die spinnen nicht, die sind korrupt. Nein, die sind kriminell. Korrupt hat das nichts mehr zu tun. Das ist kriminell, kriminell Tango. Sehen Sie, die ganze Draht geht einfach hier rein. Schwupp. Und den Beut es nicht zum ganz schön grün, einfach zack runter. Da kann man nochmal das Recht studieren. Ob ich nicht das stehe, sicher habe ich mal die Erlaubnis, meine innere Wand, ich habe die Erlaubnis zu renovieren, den Maler kommen zu lassen und das streichen. Und das ist, wenn man hier 5 mm zugibt, das zumindest muss man mir erlauben. Aber ich sage nochmal, es ist wirklich kriminell, wenn man das nicht darf. Wenn ich die Löcher nicht zumachen würde, das ist kriminell. Dann würde ich nie wieder im Leben in eine Stockwerkeigentumswohnung ziehen, nur noch in ein Haus, wo ich selber entscheiden kann, welche Löcher gebohrt werden und welche nicht. Und bei unserem alten Bauernhaus hatten wir auch solche Löcher nach dem Umbau. Und die Ratten sind dann rein und Mäuse und haben die noch immer erweitert, da habe ich alle zugemacht. Nein, am Anfang eben nicht, aber irgendwann, dann viele Jahre später, habe ich dann das mal gemacht. Trick, weil ich so vielleicht Menschenleben rette, die armen andere Leute auch solche Löcher in der Wohnung finden. Mein Tipp, ich weiß nicht, ob es nützt, falls wir tot sind, hat es dann irgendwann nicht genützt, ich stecke sie einfach mal ein Kaugummi rein. Den könnten die natürlich vielleicht mit in der Hoffnung, dass giftige Gase hier nicht zukommen. Dann kann ich wieder rausziehen, wenn das illegal ist, den Kaugummi da rein und der ist in meiner Wohnung. In meiner, nicht in der tragenden Wand.